So, liebe Leute, da sind wir zurück bei The Division, der Kalle wieder für euch am Mikrofon. Und ja, die ersten Probleme sind jetzt schon aufgetreten, das was heute eigentlich am Release-Tag. Was ich viel gelesen habe, dass die Server jedes Mal nicht wirklich stabil laufen, sondern ich wurde jetzt auch das erste Mal aus dem Spiel rausgeworfen. Macht aber nichts, ich habe ein paar Einstellungen angepasst. Ich habe unter anderem den Gamepad-Lautsprecher deaktiviert, sodass jetzt alles einfach nur über den TV kommt, dass ihr es besser verstehen könnt. Hat natürlich auch alles seine positiven Sachen. Hier waren wir trotzdem stehen geblieben. Hier wollten wir hin, zum Ausstattungshändler. Ich habe eine riesen Auswahl. So, Geldbörse. $105, nenne ich es einfach mal, haben wir schon. In Ordnung. Ah, okay, hier oben können wir verkaufen. Das hier ist eine Flinte, die haben wir ja gerade neu bekommen, aber die ist halt tendenziell einfach schlechter wie die Maschinenpistole, die wir haben. Deswegen würde ich einfach sagen, die verkaufen wir. Was kriegen wir denn dafür? Wo steht denn das? Steht hier irgendwo, was die Knarre wert ist? Wir werden es gleich sehen. Objekt verkauft? Okay, viel war es nicht wert. Okay, die können wir auch verkaufen, die Schutzmaske. Muss aber hier irgendwo stehen, was die wert sind. Gibt's doch nicht. Wo sehe ich denn das, Freunde? Okay, die war jetzt gerade mal $2 wert. Weste. Rucksack. Die Handschuhe. Die können wir auch verkaufen. Okay, es scheint alles so $2 wert zu sein, ne? Ja, so scheint es. Es scheint wohl so. In Ordnung. Die Weste können wir auch noch verticken. So, dann haben wir eine Schutzpasse. Panzer, Stufe 1, Stufe 2. Können wir den auch, weil braucht ja kein Mensch, dass wir den ganzen Kram hier mit rumschleppen. In Ordnung. So, was können wir denn jetzt hier Schickes kaufen? Knarren? Die haben wir gerade verkauft. Okay, das geht auch erst ab wirklich Stufe 3 los. Wir sind aber Stufe 3, glaube ich. Wir sind schon wieder aufgestiegen. Aber so berauschende Sachen hat er sich auch nicht, dass man sagen müsste. Hier, die hätte ich gerne. Was kosten die? Ach, Leute, ich bin doch auch blind. Hier sieht man es. $144. Ich nenne es einfach mal Dollar. Atemschutzmaske. Hier neben Stufe 3 seht ihr oben. Ganz klein. $86, 84, 67. Ja, und die Knarren, die ich gerne hätte. Oh, da fehlen uns gerade noch hier umgebaute SMG-9. Die hätte ich hier gern, die M4 Polizeiversion, 144. Haben wir nichts mehr zum Verhökern? Gibt's nicht. Kein Rückgaberecht. Okay, dann werden wir erst noch wohl ein bisschen Kohle holen müssen. So, Revierbelagerung. Da gehen wir doch jetzt einfach direkt mal hin, würde ich sagen. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Ja, ist ja gut. So, erstmal hier ordentlich Knarre und dann gehen wir mal hier Revierbelagerung. In 0,2 Kilometer. Gucken wir mal, was da abgeht, meine Lieben. Ich hoffe, die Surfer laufen jetzt einigermaßen stabil, sodass ich nicht in einer Tour hier aus dem Spiel gepfeffert werde. Natürlich auch ärgerlich, aber gut, kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Das Spiel ist so gehypt worden und jeder hat eigentlich drauf gewartet, es endlich zu zocken und dann kommt der Release-Tag und dann laufen die Surfer nicht stabil. Nur die Ruhe. Kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen von Seiten Ubisoft. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier nicht in die Autos reinschauen kann. Verstehen Sie? Dass man hier einfach so ein bisschen so noch aufmachen kann oder so. Das ist ein bisschen, was mir noch so ein bisschen abgeht. In Ordnung. So, da sind wir schon. Hier brennt die Polizeikarre. Sieht auch geil aus hier, oder? Schon auch stark gemacht. Okay, Revierbelagerung. Bilden Sie Teams mit anderen Agenten. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle.
Verlieren wir es? Verlieren wir Brooklyn? Klar, kein Ding, mein Alter. Ich bin da. Läuft. Mach mal platt. Wo sind sie denn? Hier sind sie. Ja, ich müsste halt auch vielleicht aus. Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Du glaubst, die haben Granaten? Okay, dann. Boah, Alter. Ich bin richtig auf den Sack gerade. Habe ich auch wieder die beste Position hier. Ja, komm mal her, du Kasper da oben. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal entspannt, Mann. So, der ist weg. Warum ist der da oben so nervös, ey? Kann ich durch die Schilder durchfeuern, ne? Komm raus. Jawohl, sehr gut. So, den hätten wir auch. Ist da oben schon wieder einer? Na komm, das war voll am Kopf getroffen, ey. Der Typ fällt nicht um, was geht denn? Also das hätte man so ein bisschen, finde ich, ja, ein bisschen anders lösen können, ne, mit den... Dass die Jungs hier wirklich einiges aushalten. Hätte man ein bisschen Realismus näher gestalten können, finde ich. Komm, schießt du doch auch mal, Mann. Labert der mir einen ins Ohr? Wir kämpfen hier nicht. So. In Ordnung, die hätten was, geht aber anscheinend weiter. Hier Division Command. Sie haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Das war ein guter Kampf. Boah, ey, ganzes Magazin, ey, der fällt nicht um. Komm, lauf mal her. Ich wollte schon sagen, die Dinger explodieren doch bestimmt. Rote Fässer. Wenn wir eins aus Videospielen gelernt haben, dann, dass rote Fässer explodieren. So, aber ich würde sagen, wir nehmen mal hier schön ein Medipack. Der läuft mir in der... Boah, der schießt. Ach was. Ha! Was ist denn mit dir, du Typ? Verdammter Abschaum. Ah, so langsam klappt es auch mit dem Schießen besser, stelle ich fest. Man muss einfach nur wissen, wie man es richtig macht. Wie bei allem eben. Gehen wir ein Stückchen weiter nach vorne. Da oben steht noch einer auf dem Dach. Okay. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Ein Mordschuss. Plündert woanders weiter. Boah, die kommen auch auf einen zugerannt, das ist ja übel. Was passiert denn, wenn ich... Verdammter Abschaum. Krieg ich ihn nicht, schade. Da oben sitzt noch einer und da hinten. Gut, den haben wir. Sehr schön. So, kriegen wir den auch noch. Wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich hier so ein kleines bisschen ruhiger bin, aber hier muss man sich echt konzentrieren.
echt gar nicht so einfach hier manchmal liegt. Ja, den haben wir. Sehr gut. Das war ein guter Und nur? Sprinten wir mal nach da vorne. Das haben sie sehr geil gemacht hier mit dem von Deckung zu Deckung springen. Ja, da kommen sie doch schon wieder, die. Den Weg abschneiden. Die Halbstarken. Ui, jetzt geht's aber ab. Ja, geh doch vorne weg, geh doch weg. Ja, also, den Arsch gerettet. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Brauchen wir Munition. Das ist eine scheiß Position, wo ich hier gerade bin. Genau, so macht man das. So, sonst noch jemand ohne? Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Wir hätten das auch ohne sie geschafft. Was labern die Jungs? Wir hätten das nicht ohne sie geschafft. Wir hätten das auch ohne sie geschafft. So, was ist denn hier los? Was ist denn da los, Freunde? Ah, okay, hier geht's runter. Was haben wir hier? Auffüllen. Auffüllen ist immer gut. Ein bisschen Munition mitnehmen und dann mal hier runter. Zeit bis zum Ende des Kopiervorgangs. Ich kann es nicht ganz lesen. Das ist so ins Eck gedrückt hier. Da ist einer. So, aber mehr sehe ich hier nicht. Wollen wir wem auf die Fresse hauen? Da ist noch einer. Da ist einer. Wäre doch eine Idee jetzt hier, oder? So eine so Granätsche? Scheiß Granate! Guck mal. Zack. Feinde nähern sich ihrer Position. Okay, jetzt werden es wieder mehr. Die denn? Boah, da kommt noch einer. Boah, die sind ja übel, die Typen. So. Warum soll ich denn aufgeben? Bleib mal entspannt. Ah, ich glaube, das haben sie aber auch geändert hier gegenüber der Beta. Dass man hier so auf Autos, dass man dann die Autos auch irgendwie zu Schrott schießen kann. Das finde ich sehr cool gemacht. Oh, kein Magazin mehr. Was geht denn ab? Okay, Parkhaus gesichern. Abgeschlossen. Sehr schön. Der hat nichts dabei. Was gibt's hier noch? Parkhaus hier. Aber es war anscheinend ein Polizeirevier oder sowas. Was war denn das jetzt? Okay, wir müssen da hinten lang. Boah, das ist auch immer so eine gefährliche Ecke, wo gern mal einer runterkommt. Police, New York City. Okay, dann mal besser in Deckung. Wie cool er aussieht. Sau stark. Okay. Feinde in der Nähe entdeckt. Wo denn? Scheint ja gerade gar nichts zu sein. Da drin bestimmt. Ja, da hinten ist einer. Da ist noch einer, wenn ich das richtig sehe. Was mit ihm hier? Hat's wohl erwischt. Schaffen wir das da hinten dran? Ja, sehr gut. Das ist doch scheiße. Identifizieren uns. Knipsen wir sie aus. Wir halten sie am Leben.
Schaffe ich es jetzt, wenn ich da vorsprint? Das wäre jetzt eine gute Frage, ne? Dann könnte ich da nämlich schön eine Granate reinschmeißen und dann wären die Typen hier weg, aber... Ach komm, no risk, no fun, wir probieren's. Ja. Granate! Gab's mal einen ordentlichen Knall eben. Ja, und schon sind sie weg. Läuft doch. So. Okay. Holt mich hier raus. Nicht so laut. Mach sie nicht wütend. Sei vernünftig und gib mir Zeit, uns hier rauszubringen. Okay. Was kann ich hier tun? Ah, Tastatur benutzen. Okay. Hey, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber ohne Sie wären wir geliefert gewesen. Danke. So, die haben wir befreit. Sehr schön. Okay, sehr cool. Wieder eine gute Tat. So, gibt's denn jetzt hier noch was zu holen? Ja, wir müssen da hoch. Ich würde aber gern mal da hinten noch hier reinschauen. Gibt's denn hier keine Munition oder sowas? Doch. Alles plündern. Und hier noch irgendwas? Hier gibt's noch was, okay. Auffüllen. Aber mehr ist hier auch nicht zu holen, schade. Okay, dann weiter im Text. Copy Room. Müssen wir da rein? Nö. Alter! Was war das denn? Wir gehen mal dahin, wo wir hin sollen. Rack Room. Okay. Ja, die hatten sie aber ganz annehmlich hier, ne? Cafeteria, einen schönen Entspannungsraum. Alarm, Feinde entdeckt. Alter, erschreck mich doch nicht so. Steht dir da rum, der Knallkopf? So, was mit ihm hier? Ihn hat's erwischt. Okay. Die warten nur darauf, dass wir krepieren. Scheiß drauf. Jungs, geht doch mal in Deckung. Ich glaub, das war eine Außerirdische. Latschen sie hier rum? Unfassbar. Ich könnte jetzt einen Drink vertragen. Ja, warte mal ab, was du jetzt gleich kriegst, Freund. Dann ist es. Okay, hier komme ich auch nicht dran. Aber echt. Kommt der jetzt hier rein? Das wäre natürlich bombastisch. Nee, tut er nicht. Bei der Kälte friert einem das Hirn ein. Hurensohn. Aber es ist nur einer, ne? Ich glaube, hier ist nur einer. Bring mir die Sache über die Bühne. Ich kann's nicht sehen, das ist jetzt wieder richtig dämlich. Eine richtig blöde Position rausgesucht, ey. Seht ihr was? Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Tötet sie alle! Hack sie! Okay, den haben wir auch. Alter! Geh mal weg da! Was machst du denn da, du? Boah. Shit. Jetzt haben wir uns richtig schön ins Abseits manövriert hier. Schlag die Plünderer in die Flucht. Scheiße, wie machen Sie das? Komm rüber hier. Die Arschlöcher. Ist mal weg hier. Ich bin raus, die Jungs kannst du ja komplett vergessen. Das ist die
treffen die auf 5 Meter kein Scheunentor. Kommt, macht dich mal ab. Oh, Freund der Sonne, ey. Wir kämpfen hier mit harten Bandagen. Okay, die haben wir auch. Sehr cool. Boah. Alter, Alter. Was willst du denn? Könnt ihr den wenigstens... Alter, bring ihn doch um, ey. Stehen sie da? Gucken blöd um? Ich fass es nicht. Keine Strategie, die schlagen wir. Alter, geh doch hinter den... Was ist denn mit dir? Okay, Ziel erfüllt. Die oberen Stockwerke durchsuchen. Den Anführer der Plünderer ausschalten. Ui. Schlag die Plünderer in die Flucht. So, muss ich erstmal ein Schlückchen Saft nehmen, meine Lieben. So, wie machen Sie das? Und weiter geht's. Die werden immer weiter angreifen. Komm, mach mal Platz da. Gibt's hier noch irgendwas, was wir... Ah, da. Erste Hilfeset, sehr gut, hatten wir keins mehr. Und Munition, Nahrungsmittelkonserve, okay. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir den Plünderer noch ausschalten und wir haben eine Blendgranate, sehe ich da unten links. Komm, lass mich mal vor, das gibt ja mit euch eh nichts. Oh, es ist hell. Plündert woanders weiter. So. Halt die Wande aus. Zeigt keine Gnade. Alter. Was ist das? Weg. Boah, shit, ey. Boah. Was geht denn hier ab? Erstmal erste Hilfe-Set nehmen. Okay, jetzt fallen wir denen in die Flanke. Kriegen wir die so? Krieg ich den so? Nee, ne? Ach nee, darf nicht wahr sein. Ich kann nur... Wie? Ich kann hier nicht durch den Stacheldraht schießen. Doch, kann ich durch den Stacheldraht schießen, wollte ich schon sagen. Muss doch funktionieren, sowas. Okay, den haben wir auch raus. Was ist mit ihm? Den haben wir auch. Wo sind jetzt noch welche? Ach, da unten ist noch einer. Den hatte ich vorher nicht gesehen, okay. So, von welcher Seite kommen sie wieder? Von da vorne, okay, in Ordnung. Boah. Jetzt war ein ganzer Stall voll hier. Kriegen wir den so? Das wird schwierig, ne? Boah, shit, schon wieder eine Granate, ey. Die Typen mit den Granaten müssen wir zuerst ausschalten. Das bringt uns gar nichts. Ja, schon wieder. Das sind Phosphorgranaten, oder was der schmeißt, ne? Das ist ja richtig eine üble... Eine üble Scheiße, ey. Mal Arbeit.
So, da oben ist noch einer. Oh, Mist. Ich glaube, man sollte in den Nebel da nicht reinlaufen. Zwingend. Ja, ah, ich hab's mir gedacht. Natürlich latsche ich voll rein. Ich knall Kopf. Boah. Was denn mit dir? Ey, jetzt. Boah. Schnell weg. Ah. Boah, Alter, ich gehe noch drauf. Ich seh's schon. Ah, das ist der Anführer. Okay, den müssen wir platt machen hier, den Typ. Komm. Oh, jetzt kommt er her. Kommt schon. Boah, war's das schon? Auch nicht schlecht. Komm, dein Schiff ist tot. Jawohl, das Dach sichern. Hui, das war jetzt aber knapp, ey. Wir hätten das auch ohne sie geschafft. Ja, klar. So, was hat er denn? Alles nehmen. Sehr schön. Was hat er noch? Erste-Hilfe-Set, das kann ich gebrauchen. So, er da oben. Splittergranate, sehr cool. Haben wir irgendwas übersehen? Nö, sieht nicht so aus, ne? Der Rest hat wohl nichts. Okay. Ganz schön stürmisch hier oben. Seil loslassen. Okay, und jetzt? Ah, jetzt kann ich runter... Ah, ja, natürlich macht Sinn. Das macht natürlich Sinn. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. In Ordnung, meine Lieben. Wir haben eine neue Waffe, wenn ich das richtig... Zeigt den Schaden pro Sekunde, den die Waffe anrichtet. Ah, okay, es ist mal eine Erklärung zu den Waffen. Sehr cool. Die SPS-Statistik zeigt den Schaden pro Sekunde, den eine Waffe anrichtet. Okay. Wählt man im Inventar eine Waffe aus, öffnet sich eine detaillierte Übersicht mit den statistischen Werten und Gebrauchseigenschaften der Waffe. Wollen Sie eine Waffe mit Ihrer angelegten Waffe vergleichen, begeben Sie sich ins Inventar, wählen Sie eine Waffe aus und drücken Sie Dreieck. Okay. Ja, meine Lieben, würde ich sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an, ne? Bis dahin. Ciao, ciao.